In der Massentierhaltung werden in den meisten EU-Ländern und leider auch in Deutschland nach wie vor große Mengen an Antibiotika eingesetzt. Auch gesunde Tiere erhalten vorbeugend Antibiotika, was zu einer steigenden Anzahl von multiresistenten Keimen führt. Nach einem Bericht der European Medicines Agency aus dem Jahr 2016 werden über 91% der Antibiotika in der europäischen Landwirtschaft an ganze Tiergruppen verabreicht. Die Tiere erhalten die Antibiotika sowohl über das Futter als auch über Tränksysteme. In nordischen Ländern, zum Beispiel in Schweden, ist die routinemäßige Vergabe von Antibiotika an ganze Tiergruppen verboten. Hier werden kranke Tiere individuell behandelt. Sogar Reserveantibiotika werden in der Massentierhaltung verabreicht, was sofort aufhören muss. Denn dieses hochwirksame Medikament darf nur für Schwerstkranke in Kliniken eingesetzt werden. Wenn diese Antibiotika weiterhin in diesen Mengen zugeführt werden, dann verlieren sie ihre Wirkung und wir steuern unweigerlich in eine Zeit, in welcher kleine Verletzungen tödlich verlaufen können, weil Antibiotika komplett ihre Wirkung verloren haben. Das Universitätsklinikum Berliner Charité spricht für das Jahr 2050 von mehr Toten durch multiresistente Keime als durch Krebs, wenn sich nicht schnellstens etwas ändert. Alle Fakten liegen auf dem Tisch. Doch wird hier aus wirtschaftlichen Interessen und Profitgier nicht der Riegel vorgeschoben. In dem folgenden Video will ich Ihnen diese Fakten ausführlich erläutern. Ich bitte Sie sehr, mich bei meiner Kampagne gegen Massentierhaltung zu unterstützen. Es ist eine Qual für die Tiere und für uns Menschen eine akute Gefahr.